Die Demokratische Republik Kongo ist reich an Bodenschätzen. Sie könnten dem Land Wohlstand bringen. Doch die Ausbeutung der Erze erzeugt vor allem endlose Konflikte und bittere Armut. Vor allem bei den Frauen. Tulia Christine kam vor 20 Jahren nach Kamituga, eine kleine Stadt in der Provinz Südkivu. Als Kriegsflüchtling musste sie in den Minen arbeiten, um ihre Familie zu ernähren. Heute ist sie eine von 500.000 Bergarbeiterinnen des Landes. Und wie die meisten von ihnen steht auch Tulia Christine in der Produktionskette ganz unten. Diese Frauen werden Mama Thongues genannt. Sie haben keinerlei Absicherung und sind immer die ersten Opfer von Diskriminierung im Bergbau. Stunden am Tag wiederholt Tulia Christine dieselben mühsamen Handgriffe. Sie zerstößt Quarzgestein auf der Suche nach Goldstaub. Eine undankbare Arbeit, die kein Mann machen würde. Findet sie Gold, verdient sie umgerechnet 2,50 Euro. Findet sie keines, bekommt sie nur 50 Cent für einen ganzen Arbeitstag. Zum Überleben reicht das nicht. Die Mama Thongues zahlen einen hohen Preis, sowohl körperlich als auch mental. Zudem sind sie sexuellem Missbrauch ausgesetzt und die meisten müssen sich prostituieren, um zu überleben. Tulia Christine und die Mama Thongues verkörpern die bittere Seite des Bergbaus im Kongo. Ihr Leben besteht aus Armut, Misshandlungen, Krankheiten wie AIDS und Tuberkulose. Doch nach und nach versuchen die Frauen, ihr Schicksal in ihre eigenen Hände zu nehmen. Tulia Christine und ihre Freundinnen sind sich ihrer Bedeutung für Familie und Gesellschaft bewusst geworden. Und sie sind nicht die einzigen. In der Region von Kamituga erheben immer mehr Frauen ihre Stimmen. Sie kämpfen für ihre Rechte und bessere Lebensbedingungen. Gemeinsam mit Emilienne Intongwa, einer engagierten Frauenrechtlerin, wollen sie die Arbeitsbedingungen im Bergbau des Kongo verändern. Kama kuko tu shida,
tunasimama sima mashie bote. Solution kwa ile ni sensibilisation na kujitoa na wale wenye mko wanasikia shida yetu, tunaweza kupata pia msaada juu tukwe tunatunzwa, tupate matunzo ya mzuri. Emilienne reist von Dorf zu Dorf und wiederholt die immer gleiche Botschaft. Und sie findet Gehör. Ile komite banakuwa nafanya kale kama soka do. Na kuchuruza yenyewe na churuza ni kulangula ile mawe anaenda tsagisha hata akuwa na difficulty tena ya kusema anakosa makuta ya kubebesha, anakosa makuta ya kulipa concasser kwa urahisi. Mimi najua kama kupitia association na cooperative bitu iko naenda na badirika sababu biko naanza na chef kutuinvite ku atelier ku conference tunakuwa na chef na assister yako sababu ile mwanamke mchimama jini. Emilienne kämpft seit mehr als 15 Jahren für die Frauenrechte. 1997 wurde ihr Land beschlagnahmt und ihr Mann im Krieg getötet. Emilienne gehörte zu den ersten Frauen, die in Kamituga im Bergbau arbeiteten. Njoo wakaza kuona niambia, nikamwambia bure hata niko mulozi ndatumika tu, bora na mimi nipate tu mimi kwa tafuta. Dank harter Arbeit konnte Emilienne eine kleine Konzession erwerben. Doch wenn das Geld knapp wird, kehrt sie in die Minen der anderen zurück und sucht dort nach Gold. Nana natola mungela ya mwenzake. Dreizehntausend Menschen arbeiten im Kleinbergbau von Kamituga. Hier liegen einige der größten Goldreserven des Landes. Und hier schöpft Emilienne die Energie, um für die Rechte der Bergarbeiterinnen zu kämpfen. Hii kazi iko nguvu sababu ni kazi sisi wanawake hatuwezi tuitumiki. Unaona nyie peke kadiri tuko na chimba na mabar de mine. Apre kuchimba na mabar de mine tunakamata mabeshi. Tunaanza pakula. Tunatia mwai mabase. Sura tunaitobola. Tunatia kubichwa. Tunasombea kule kumai. Kuko distance. Tunafika kule tunasukula kisha tunamwangia fasi mwa tunaanza chagula. Mapembe tunatupa. Ile majue kidogo yenye kunafanana ya kuwa moro hizo tunarekipere, tunatia mumasaki. Saa tukishatia mule mumasaki, tunaitia tena kumugongo, tunabeba, mpaka kule kubarabara. Na kama ukikuwa na mwae yenye utalipa, unalipa bale wa transporter, bale wanaume, bana kufikishia pale, unalipa 2000 francs. Hapana, tunatumikaka tu, au moins 7 jours. Nikisha tosha depense, nikipata mingi ni 20 dollars. Für Emilienne hat die Verbesserung der Arbeitsbedingungen minderjähriger Frauen Priorität. Und sie nutzt jedes Mittel, um die Leute dafür zu sensibilisieren. Einmal im Monat ist sie bei einem lokalen Radiosender zu Gast. Emilienne Itongo wa Kubenga. Mama Emilienne, eske una maneno kabisa utazungumuzia kwa jioni? Ndio, nasema tena jambo kwa wasikilizaji wapenzi wa radio na television SM ya Shala. Tutasimulia juu ya discrimination na abi. Es kommen zahlreiche Fragen und Erfahrungsberichte aus ganz Südkivu. Ndio. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
ni question tu ya kufanya ma sensibilisation, kusensibiliser ma communauté zetu, kusensibiliser wa autorité locale juu ya kutumia kupunguza ile ma discrimination à l'égard de la femme. Kazi ya uchimbaji madini haitafautishi. Auweze toka wende kala yako fasi na baba yako fasi. Sababu hakuna mwanaume na hakuna mwanaume kupitia mafikiri ya binadamu. Sisi sote tuko na mafikiri sawa. Ila maumbilo jo inabadilika tu. Die Bergarbeiter fangen an, die Arbeit ihrer weiblichen Kolleginnen wahrzunehmen und zu schätzen. Doch die Arbeitsbedingungen und der gesellschaftliche Status der Frauen haben sich nicht verbessert. Damit Frauen im Bergbau eine Zukunft haben, will Emilienne erreichen, dass ihre Rolle vom Staat offiziell anerkannt wird. Dazu braucht sie zunächst die Unterstützung der lokalen Behörden. Mkubwa mimi nafika hapa mbele yako kukuonesha kama sisi wanawake nasi tunapenda tufanye cooperative na kwa gisi tupate ma dokima ile ya ile cooperative yetu baba tulipenda wewe njo tu orienter gisi tuteza ipata unjia yako sababu wewe njo mkubwa wa hii maire de la ville yetu. Jambo kufurahisha sana. Ndio baba. Ninashukuru kwanza na mawazo. Ndio mkuu. Me kuona kwamba sina qualité à partir de Kima, mais ça veut le meilleur. N'a encouragé initiative in Yukonai. Merci sana baba. Na ni kwa faida yetu, manufaa yetu sisi wa mama wote wa vile ya Kamitu. Itatusaidia. Merci sana baba. Merci baba. Merci. Ndio papa tutaonana. Kwa heri. Bon, wakati atapata vivikaratasi, venye vitamruhusu kutumika, nini itamuzuiza tena, nani atamuonelea? Na wakati serikali yenyewe kwa mplasi na muunga mkono kwa mambo yatafanya nani atamuonelea tena kinyume ile itakuwa ndio kurehose kuvolea wanawake. Bislang waren die Bergarbeiterinnen in Südkivu immer von dem guten Willen der Männer abhängig. Das will Emilienne ändern. Tulipenda tukree cooperative pali na tuko na association ni sababu wakati société zita itakuya inaanza kazi itagabulia wale wengine biko na makooperative zea na sana na shiba na mke tutakuwa parmi wale wengine watapata mazea ndio maana tulikree ile cooperative tukue na share rekoni gouvernement kama tuko na watu ndio mimi naona ni revolution mwanamke mmoja na mimi na yaki. Emilienne gründet gerade die erste rein weibliche Bergbaugenossenschaft Südkivus. Ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg zur Emanzipation der Frauen in dieser Region. Kilometer weiter in Nordkivu haben einige Frauen bereits eine Revolution vollbracht. Nach jahrelanger Arbeit im humanitären Bereich ist Angelique Nira Safari in ihre Heimatregion Masisi zurückgekehrt. Eine Gegend mit reichen Erzvorkommen, die aber oft von bewaffneten Konflikten heimgesucht wird. Mit ihren 46 Jahren zählt Angelique zu den wichtigsten Erzhändlern in Nord-Kivu. Ah, leo hautauza kwenye niko. Der Kongo gehört zu den weltweit führenden Coltan-Lieferanten. Die Industrie braucht das Mineralerz zur Herstellung von Computern und Smartphones. Einmal pro Woche geht Angelique zu den Produktionsstätten, um Coltan zu kaufen. Kilo? Tapatia mu 20. Apana. Eh? Nipe mu 25 au moins. 25? Apana. Apana.
Ona, nipatie baseni na kani za mzuri. Nipatie baseni ona. Mulete baseni. Sisi tunazoea madini sana. Wakati tunaangalia madini mecho tu. Inaweza kutrompe kidogo. Marge kidogo kutrompe. Mais wakati tunaangalia madini nasema hii madini inaweza pima 30%, 20%, 40%. Na nyinyi mfembe mumalize. Zote niziuze. Ni kidege, nilikuwa na franga msiogope. Haiko sasa ile siku. Leo niko bien. Mais msinipunje. Ni 300,000 francs. Josie. Des 100 dollars hii. Kuvat. Sawa. In der Region von Masisi müssen Bergarbeiter und Händler Genossenschaften angehören und dürfen ihre Erträge nur an registrierte Bergbauunternehmen verkaufen. Doch es gibt häufig Konflikte zwischen Genossenschaften und Unternehmen wie der Société Minière de Bisoussou, kurz SMB. Angélique wird oft hinzugerufen, um die Rechte der Arbeiter ihrer Kooperative zu verteidigen. Jambo tena. Sisi wakaaji wa Masisi tuendelea lalamika juu ya shida zetu. Mulikuwa kutolipiwa madini. Mulikuwa kutumika na biko wanatutorture kwa kutupiga. Hata wamoja kuuawa. Mulikuwa kufunga kila siku mashimu zetu. Ya pili tunaomba pesa zetu bila muda SMB. C'est depuis mwezi ya 10 ya mwezi ya pili ke halipe. Tunaomba SMB lipe pesa zetu. Na kama halipe hatompatia tena madini. Hata kana kwa kumote container kila siku bila kulipiwa. Na ingine hii police de mine batutoshia ya munjia. Hatuwezi kwa tunagusiwa, tuko mabibi ya wabwana. Na mwenye hana bwana anaweza kuwa na rafiki mwanapenda. Hapana kukua nagusiwa ndani kila siku kumaziwa fasi watasi. Eske minyeba anatiaka musekse? Anatiaka musuvetima? Anatiaka minyeba mumaziwa? Ile ni violence. Lakini solution ya shida zetu. Angélique ist gebildeter und sozial höher gestellt als die Bergarbeiter und traut sich frei zu sprechen. Sie ist in Masisi eine wichtige Vermittlerin der Männer und Frauen in den Minen. Kalite ya negosia wala negosiante ya mzuri ya kwanza ni kukua uko integre mu community. Sasa unafika usijifanye kama si uko patro hapo. Unajifanya mwenzavo, unakuwa KI, wanakupenda, unakuwa integre. Mie kwanza ni fierté yangu haiko mwanamke piske ilifo nizali na nileye. Fierté yangu ya kwanza ni mwanamke juu ni kwe itule. Kujamaa yangu na kukominote. Wakati mina kuya, mina uza, mina uzia sana sana wanamuki. Wengine wanamuki wenzangu na mina wankuraji kutumika. Das Erz, das Angélique den Frauen von Masisi abkauft, wird in Goma an ein lokales Unternehmen verkauft, das es weiterverarbeitet und exportiert. Diese Geschäfte sind immer eine heikle Sache für Angélique, die einzige Frau auf einem vollständig von Männern dominierten Markt. Angélique macht diesen Job seit 2015. Anfangs wurde sie betrogen, Teile ihrer Produktion wurden gestohlen. Heute traut sie niemandem mehr und kontrolliert jeden Sack selbst und das mehrfach. Ninasikia bien, juu njo kazi yetu ya kila siku. Lakini ningependa pia wamama wakuwe me. Wamama tuko wadogo sana wa negosianti, tuko wadogo sana. In Nord-Kivu sind die Erze Grund für zahlreiche bewaffnete Konflikte und dienen aufständischen Gruppen als Geldquelle. Neue internationale Vorschriften lassen nur den Verkauf und Export von Erzen zu, die konfliktfrei sind, also nicht aus einem Konfliktgebiet stammen. Die Vorschriften werden im Kongo nur selten eingehalten, aber Angélique geht mit gutem Beispiel voran. Ihre Erze sind registriert, die An- und Verkäufe rückverfolgbar. Okay.
Der Coltan-Kurs ändert sich jede Woche und Angelique will sicher sein, dass sie den besten Preis bekommt. Oui, ça va bien. Ça fait longtemps. Oui, j'ai fini. Vous êtes satisfaite? Bon, oui, ça va. Ça va. C'est qu'à tête pour ça, c'est beau. Oui, c'est bon. Bon, c'est très bon. C'est très bon. Okay. Et heureusement, je serai payé aussi. Ce n'est pas comme chez Sembila, on paye 5 mois. Donc, vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est un beau service que vous venez de me rendre. Je trouve qu'elle est active par rapport à beaucoup de gens que je connais. Elle travaille même mieux que certains hommes. Quand on voit des femmes telles qu'Angélique, de ce fait-là, ça amène même les autres à rêver, à penser que ça peut aller, et à aller même dans ce secteur-là. Et quand on voit Angélique et d'autres, tout ce qu'on peut faire, c'est leur faciliter aussi le travail, payer le plus rapidement possible, faire des bonnes analyses pour leurs produits. Ok. Merci beaucoup. Merci vraiment. Angéliques Erfolg hat Vorbildfunktion in ihrer Region. Sie ist der lebende Beweis, dass Frauen im Kleinbergbau einen sozialen Status und wirtschaftliche Stabilität erlangen können. Angélique ist stolz auf das, was sie erreicht hat, auch wenn die kongolesische Gesellschaft Frauen wie sie noch nicht richtig anerkennt. Wakati kuna kapasite mu societe yetu ya Kongo leo wanawazia kama uko shindikana mwako wanako ana cha kusema bwana iko domine uko dike dume ndio wanakupatia maprejudice yote yenyewe wanaweza kutenda kupatia. Angélique ist sich der Verantwortung bewusst, die mit ihrem Status einhergeht, und organisiert einmal pro Monat Treffen mit anderen Frauen aus dem Bergbau. Sie versucht, sie fortzubilden, damit sie vielleicht einmal ihrem Beispiel folgen. Tunaweka lakini franka haziko. Sasa mwisho itakuwa namna gani? Tutafaidika, tutaendelea namna gani? Na mashamba zilikuwa zetu lakini haziko tena zetu. Tunakuwa sabe wananyanyasika. Hatujue mwisho ni nini. Mie saa yenyewe mimi namuona kome saa vile wa mama anatutetea. Kwenye hatutaweza fika, anapafika na analeta majibu za mzuri. Tunasikiaka na sisi siku moja. Tukue saa yeye. Na wapigia asante. Gisi tunapendaka kutana, tunakamatana mikono, tusimame. Tukamatana mikono ya kuunga. Angélique wird nicht ihr ganzes Leben Erzhändlerin bleiben. Sie plant bereits die Gründung ihres eigenen Exportunternehmens, um die ganze Produktionskette zu kontrollieren. Tukikuwa pamoja tutafanya nini? Tutaweza. Tutashinda. Bis es soweit ist, wird sie die anderen Frauen weiter ermuntern. Gebt nicht auf. Gebt euch nicht mit dem Bestehenden zufrieden, sondern setzt euch immer höhere Ziele.